Es geht weiter bei The Next Big Thing. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir hören hier ein paar eingesperrte malaysische Argus-Fahnen. Und im letzten Part haben wir unserer Schwester Queenie haben wir geholfen, ihre Inspiration wieder zu entdecken. Und ein paar Bilder hat sie dann für uns gemalt. Und dann hat sie uns geholfen, Spencer McDundies Bild zu malen. Und er hat uns hier den Orden gegeben für unseren Mut. Den hat Fitz Randolph mir gestohlen, der Dreckskerl. Okay. Und jetzt, die mutige Neulis kann es schaffen. Sie kann in das Krokodil gehen, auch wenn es nicht flauschig ist. Liz brachte genug Mut auf und konnte sich deshalb... ...endlich ihrer größten Angst stellen. Und sie kam unbeschadet davon. Mehr noch, im Krokodilschlund fand sie einen halben Knopf. Hatte ich nicht noch einen halben Knopf? Was? Dan? Reistester Blödian aller Blödiane. Dan nicht blöd, Dan stark. Ja, du bist wirklich Dan Murray. Beschreib dich in wenigen Worten. Dan stark, nicht schlau. Schwer mit Worten, aber Dan kennt. Herzenswunsch. Ich sollte meinen Herzenswunsch hier finden. Denn stark, denn Herzenswunsch. Am Ende fand Liz ihren Herzenswunsch. Personifiziert in dem Menschen, von dem sie es am wenigsten erwartet hätte. Nein, 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 kein Herzenswunsch, überhaupt nicht. Denn stark. Das kann nicht wahr sein. Liz Dans Gefährtin. Das muss ein Albtraum sein. Liz stark, kämpft, streitet. Dieser Kampf, Liz. Manny Brown, Rico Sandretti. Murray! Wo sind denn nur unsere Eintrittskarten? Murray, komm doch mal her! Eintrittskarten. Überanstrengen, Liz, nicht. Ihr Zustand ist stabil und ihr Leben nicht mehr in Gefahr. Aber wer weiß, wann sie aufwachen wird. Das ist nicht mein Problem. In Hinblick auf das andere Problem, also wie wir uns von Fitz Randolph befreien können, alles gelöst. Definier alles. Zum einen werde ich einen Chipzieher bauen, damit wir Fitz Randolphs Opfer allesamt sicher befreien können. Das bedeutet natürlich, dass du mir die eine oder andere Komponente besorgen musst, erklärte Fly. Letzten Endes bist du immer noch mein Freiwilliger. Zum anderen wirst du sicherstellen, dass Fitz Randolph von hier fern bleibt, fuhr er fort. Er darf nicht erfahren, dass wir uns befreit haben. Faszinierend. Und das mit der Flucht? Das ist das Allerbeste. Am Ende des Ganges befinden sich Big Albert, der immaterielle Mann und der Poet des Schmerzes. Drei der brillantesten und einfallsreichsten Köpfe unserer einfallsreichen und brillanten Zeit. Just in diesem Moment entwickeln sie einen meisterhaften Plan, der Fitz Randolphs gesamte Verschwörung zunichte machen wird. Und du willst, dass ich ihnen dabei helfe, oder? Murray, du bist ein Mann der Tat. Das Denken kannst du getrost uns Profis überlassen. Ach ja, weißt du, was für eine Tat ich gerade vollbringen möchte? Dir die Visage umgestalten. Was für ein Typ. Ja, was für ein Typ. Okay, dann haben wir herausgefunden, was Liz Herzenswunsch ist. Dieser kleine, schmucke Träger. Deine sexy Krawatte hier, die irgendwie viel zu lang ist. Aber egal. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier die intelligentesten Menschen der Welt machen. Das wird mich jetzt schon mal interessieren. Reden wir mal mit ihm. Ich sehe was, das du nicht siehst. Und das ist? Ein Ding. Mit welchem Buchstaben beginnt es? Es beginnt mit Z. So, Zeichen. Die Unterhaltung ist mir nicht gestattet. Ich bin ein Mann der Tat. Wir sind zu dumm dafür. Ja, die intelligentesten Menschen der Welt. Komm, Liz, die Tickets. Die Tickets. Manny Brown, Rico Sandretti, wo sind sie? Wo?
Ey, da ist ja der Dr. Celsius. Oh, er ist im Käfig. Ach, ist das nicht putzig. Ja, so ändert sich die Lage, würde ich mal sagen. Der wurde von seinem eigenen Roboter verprügelt. Jeder bekommt das, wie er es verdient, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir mal da hier hin und da durch die Tür. Oh! Und jetzt haben wir so eine Art unsichtbare Wand. Ich kann nicht das ganze Fass mitnehmen. Aber du kannst so ein bisschen Schwarzpulver mitnehmen oder was auch immer ist. Nehmen wir ja erstmal den Kopf hier mit. Ich hätte ihn lieber mit Füßen getreten, aber jetzt habe ich ihn in der Hand. Okay, gut. Dann kommen wir wieder ins Labor und jetzt hoch zum Fahrstuhl. Jetzt sind wir oben. Ah! Eine sehr einfallsreiche Tarnung, um den Zugang zu einem Labor zu verbergen. Willy mag alles Mögliche sein, aber er macht keine halben Sachen. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir zurück? In Ordnung. Fahrstuhl 1, Murray 0. Und jetzt kommt das. Falls man ihn mit einer Kombination öffnet, ist es nicht diese. Fahrstuhl 2, Murray 0. Und der Fahrstuhl geht mit hier einem, mit einem wunderschönen Tor von, was ist da Leckeres drin? Ein Snickers geht in Führung. Und jetzt komm, Murray. Nichts, der geht nicht auf. Fahrstuhl 3, Murray 0. Ach, geben wir auf. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ran. Oder? Schauen wir, was hier Schönes drin ist. Bingo, da ist Willy und guckt sich einen Film an, den Eli Edmund, na, dieser blau angemalte Typ ihm vorführt. Obwohl, es ist weniger ein Film als ein Interview. Protagonisten, ein dunkelhaariges Mannsweib, ein schmieriger dicker Typ und Liz Allaire. Zur Sache. Aber da ist ja mein Freund Murray. Halt die Vorführung an, Kardianowski. Zu Ihren Diensten, Herr Fitzrandolph. Hat Celsius dich schon gehen lassen? Wie fühlst du dich? Besser als du dich. Sicher? Aber klar doch. Fitzrandolph ist toll. Das war besser. Ich freue mich, dich auf meiner Seite zu haben. Schön für dich. Fitzrandolph liebt uns alle. Was für ein Typ. Bleibt trotz aller Veränderungen immer derselbe. Arbeitest du? Ich überprüfe gerade eine kleine Botschaft, die wir vor kurzem abgedreht haben. Sobald ich damit fertig bin, schaue ich mal in Celsius Labor nach, wie es da unten läuft. Warte dort auf mich, ja? Geh nicht ins Labor. Es ist unglaublich kalt. Danke, Murray, aber ich bin warm genug angezogen. Ich werde mich schon nicht erkälten. Es ist alles unter Kontrolle. Ich weiß. Aber ich bin ein überfürsorglicher Chef, weißt du? Ich bleibe immer gern auf dem Laufenden. Celsius ist schwer beschäftigt. Dann wird er sich für die Unterstützung seines Chefs bedanken, meinst du nicht? Und falls er faulenzen sollte, wird er sofort aufwachen. Weil... Ach, egal. Vergiss es. Wie läuft die Überprüfung? Bestens. Der Film übermittelt genau das, was er soll. Wofür ist denn der Film, den du dir gerade ansiehst? Morgen wirst du es erfahren, Murray. Vertraust du mir nicht? Fitzrandolph ist toll. Klar vertraue ich dir. Aber später, wenn ich ihn zu Ende gesehen habe, kommst du zu mir ins Büro und ich erzähle es dir. Abgemacht? Abgemacht. Fitzrandolph liebt uns alle. Was für ein Typ. Mach weiter, Kardianowski. Ja, Sir. Das war es irgendwie nicht so schwer, dem vorzuspielen, dass wir den Chip schon drin haben. Okay, dann gehen wir mal dran. Und wer ist da? Oh, eine Sahneschnitte. Dan Murray, übernehmen Sie. Die Sado-Fee ist es. Meine Schöne, ich bin Dan Murray. Und du bist? Hau ab, du Idiot. Weißt du nicht, wer ich bin? Keine Ahnung. Ich bin Eva Morte. Die Queen of Scream. Und das ist der Herr der Nacht. Die meistgehassten Schauspieler von allen, die ein Quäntchen ethischen Sinn haben. Schön für euch. Mein Lieber, dieser Ahnungslose weiß nicht, wer wir sind. Ich bin müde. Bring du ihn um. Würde ich gerne.
Aber du hast ja gehört, was Fitz Randolph gesagt hat. Ab jetzt müssen wir uns gut benehmen. Fitz Randolph ist toll. Fitz Randolph liebt uns alle. Bilde ich mir das nur ein, oder seid ihr Sadisten? Ich liebe Kätzchen. Und ich Vögelchen. Faszinierend. Kleine Kätzchen knacken echt gut. Vögelchen noch besser. Dicker. Sau. Grufti. Luder. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Faszinierend. Ich würde eher sagen verstörend als faszinierend, aber egal. Zwei Dinge, die euch beiden gefallen. Los. Das Weinen eines Kindes. Beerdigungen. Warum will Fitz Randolph, dass ihr euch gut benehmt? Weil wir seine Galionsfiguren sind, du Idiot. Seine Galionsfiguren, Blödmann. Galionsfiguren? Wofür? Für etwas, das wir dir nicht verraten dürfen. Keine Befugnis. Wenn wir es täten, müssten wir dich umbringen. Aber das dürfen wir auch nicht. Verstehe. Klassische Zwickmühle. Was macht ihr hier? Wir warten darauf, dass Fitz Randolph uns erlaubt zu gehen. Wir warten, Blödmann. Ich geh dann mal. Idiot. Blödmann. Sehr nett. Wie sagte hier der liebe nette Dan Murray zu ihr? Die Sarufim mit dem großen Vorbau. Waren seine Worte. Nichts in den Taschen. Schlecht. Okay, aber dann schauen wir mal, was es hier schön ist. Mal sehen, wem sie gehört. Ein dicker Mann oder eine Frau, wem wird sie wohl gehören? Rätsel gelöst. Liz Allaires Presseausweis. Da bleibt er auch schön liegen. Aber das hier macht mich neugierig. Wir kennen uns kaum, aber ich weiß schon, dass du eine wichtige Person in meinem Leben sein wirst. Und Celsius Unterschrift. Dieses Schwein will bei Liz landen. Na, der wird was erleben. Obwohl, was geht mich das an? Die Irre interessiert mich nicht, die Bohne. Was ich noch drin? Mal, was da noch was drin? Ist da drin? Und so endete alles für Dan Murray. Er fand die Eintrittskarten, die er sich so sehnsüchtig wünschte. Dann ging er nach Hause und machte ein Nickerchen auf dem Sofa. Dabei zählte er die Minuten bis Freitagabend. Aber wem wollen wir eigentlich etwas vormachen? Wir wissen alle, dass Dan nur wegen der Eintrittskarten da war. Oder was soll's? Endlich habe ich, was ich mir wünsche. Ich könnte sofort weggehen. Aber was würde diese Bande von Unfähigen, die ich im Labor habe, ohne mich machen? Also, bringen wir es zu Ende. Natürlich gehört die Tasche Liz und jetzt ist sein innerster Herzenwunsch bei ihm. Und hier sieht man hier schon wahrscheinlich ein Interview haben wir vorgesehen. Hier sieht es mir sehr aus wie ein Tonstudio. Und da hinten sehen wir ein Plakat von The Next Big Thing. Merkwürdig. Da liegt was drauf. Ein Buchstabe und drei Zahlen. Könnte alles Mögliche bedeuten. Okay, gut. Dann haben wir das Passwort, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass der liebe, böse, wie heißt der nochmal, ich vergesse mir seinen Namen, Fitz Randolph, nicht runtergeht und dazu geben wir ihm dieses schönes Armband. Und naja, außer Boxen liebt unser Murray ab jetzt noch was anderes, wenn jemand fragt, nämlich Kerle. Besonders Dr. Celsius. Wie geben wir das dem Heini jetzt nochmal so, so? Armband. Mach mal. Wie geht es jetzt nochmal so? Ich bestehe. Ah ja, so. Celsius und ich brauchen etwas Intimsphäre, verstehst du? Wir kennen uns kaum, aber ich weiß schon, dass du eine wichtige Person in meinem Leben sein wirst. Der deine. Barry Celsius. Was für ein Typ. Lieber Freund Murray, du bist ja die reinste Wundertüte. Wenn du wüsstest. Und auch Celsius. Wer hätte das gedacht? Na, dann lass ich euch doch im Labor in Ruhe. Zufrieden? Und wie? Ich hoffe, Willy hält den Mund. Die Lüge kann meinen Ruf ruinieren, sorgte sich Dan. Da würden eine Menge Mädchen aus allen Wolken fallen. Aber was soll's. Dafür habe ich die Eintrittskarten und Willys Wort, dass er nicht ins Labor geht. Mach weiter, Katjanowski. Ja, Sir.
Okay, gut. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, wieder runterzukommen. Und dazu haben wir die Notiz, oder? Oder? Ich gebe die vier Zahlen vom Blatt ein und... Fahrstuhl 3, Murray 4. Fabelhafte Aufholjagd und Abpfiff. Und da gewinnt er das. Die Meisterschaft ist unser. Oh, und da ist unser Liebling Dr. Celsius. Na, Kleiner. Murray und Celsius, ein Traumpaar. Okay, gut, dann geben wir hier mal Professor den Roboterkopf. Kannst du das gebrauchen, alter Brummer? Oh, aber klar doch. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Unter den Komponenten finde ich mit Sicherheit etwas, das einem Chip ähnlich ist. Sobald ich fertig bin, nehme ich ihn auseinander. Dann geben wir ihm, glaube ich, noch den Roboterschläger. Können wir ihm auch geben, oder? Reicht dir ein Roboterbein für den Chipzieher? Ein Bein? Nein, kein Bein. Kein Wort mehr darüber. Okay, kein Bein dann halt. Okay, gut, dann habe ich jetzt gerade wieder mal keine Ahnung, was wir noch brauchen. Wie immer halt. Obwohl ich das Spiel erst vor, keine Ahnung, 2 Monaten durchgespielt habe. Egal. Okay, machen wir mal Hotspot hier. Da ist ein Schalter. Ah, ein Schalter. Oh, der Schalter. Verdammt, verdammt. Puh. Das war knapp. Der Schalter war es. Stimmt. Okay, aber hier kann doch hier irgendwie was raus. Ich habe gar nichts dagegen, Schießpulver mitzunehmen, aber wo soll ich es hin tun? Das ist doch Taschen oder so. Was zur Hölle ist da oben? Habt ihr das auch gesehen? Da oben wird uns was markiert, aber da kann ich nicht hingehen. Strange. Merkwürdig. Okay, was brauchen wir denn jetzt noch, ist gerade die Frage. Liz macht irgendwelche merkwürdigen Bewegungen. Ach, aktivieren wir nochmal einen Schalter. Ohne mich. Ich will nicht nochmal mit den Robotern zu tun haben. Ach, die sind doch ganz nett. Mary, du und deine Probleme, deine merkwürdigen, echt schäm dich. Okay, dann fahren wir nochmal nach oben. Kann es sein, dass wir oben was vergessen haben? Hotspot mal wieder. Zack, 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 zack. Eigentlich ja nicht. Ich habe in den Taschen nichts gefunden. Habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Hallo. Die haben nichts Neues zu sagen. Ich geh dann mal. Idiot. Blödmann. Naja, immerhin wurden wir nochmal schön von beiden beleidigt. Okay. Ha, ich habe gerade echt keine Ahnung, was wir machen sollen. Aber, natürlich, 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 natürlich. Wir können ihnen noch das Armband geben, stimmt. Denn das braucht er auch für irgendwas, auch wenn ich nicht weiß was. Kannst du das gebrauchen, alter Brummer? Ha, keine Frage. Das da in der Mitte ist einer der kleinen Kristalle, mit denen Celsius die Chips mit Energie lädt. Murray, hiermit habe ich alles, was ich brauche, um einen sicheren Chipzieher anzufertigen. Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue ihn in kürzester Zeit zusammen. Danke für die Komponenten, Murray, sagte Fly. Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue in kürzester Zeit einen niegelnagelneuen Chipzieher zusammen. Hallo, du Irre. Vielen Dank für die Eintrittskarten. Ich hab gedacht, du brauchst sie überhaupt nicht. Irgendwie ist Boxen ja nicht so dein Sport. Na, was soll's. Entspann dich. Du musst stark sein, Liz. Sehr stark. Wie ein Fels. Dan, sehr stark. Liz, Gefährtin von Dan. Liz, sehr stark. Liz, kaputt machen. Endlich! Jetzt kann ich mich mit mir unterhalten. Ich muss mit mir mal Tacheles reden. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ach, ja. Ah. Und dir? Ach ja. Das ist gut. Ja, doch.
Fitz Randolph ist toll. Was? Fitz Randolph liebt uns alle. Das Wort toll benutze ich nie. Die Zeit der Veränderungen ist gekommen. Veränderungen, um toll zu sagen? Veränderungen, damit Fitz Randolph das erste Monster im Kongress wird. Liz wurde klar, wenn sie wieder sie selbst sein wollte, musste sie ihr anderes Ich von Fitz Randolphs Joch befreien. Okay, gut. Aber bevor wir dann erstmal ein hartes Wort mit uns selber reden und uns hier noch diesen schönen Bikini, da müssen wir Bikini anschauen, machen wir einen ganz kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder bei The Next Big Thing. Bis dann, euer MC Muffix. Haut rein, auf Wiedersehen.